das Carpador zu. Hab aber wenigstens 6 Stück oder so. Das ist nämlich dann relativ einfach. Nehmen wir das mal. Auch gucken wir mal eventuell das Item. Gut, das kann vielleicht die Idee für das. Für den Arena-Kampf. Wieder mit Raub und das Item zu. Reinzukommen. Das muss man nicht aufladen. So, jetzt haben wir eine Möglichkeit. Pakramaidon mit einem Attacke. Das ist jetzt auch wieder im Hinblick gesagt ein Arena-Kampf, weil der Arena-Kampf, ich weiß nicht, wer Garadon ist. Ist das einfach jetzt nur mal. Ja gut, das kann ich jetzt nicht vergleichen, weil das Garadon A ist verlebendig stärker. Die hat das definitiv eine Wasserattacke. Die habe ich zum Beispiel noch nicht. So, deswegen gehe ich jetzt erstmal auf Donnerblitz. Wir sind auf jeden Fall schneller. Und es würde reichen. Zumindest gegen dieses Garadon. So. Du solltest vor allem erwachsen, mehr Respekt haben. Ja, soll ich mal, definitiv. Hausverdacht der Schritt, der Fußabdruck gesagt, alles muss ich jetzt nicht unbedingt reingucken. Was soll ich da noch? Ja, komm, ich guck mal da rein. Wir kriegen wir ja. Wenn ich die Fußspur des Pokémon sehe, kannst du sofort erkennen, was es gerade denkt. Oh, glaubst du mir etwa nicht? Nun, dann lass dein Kram auch mal von mir herlaufen. Anhand seiner Fußspuren werde ich ermitteln, was es von dir hält. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mal mit einem Menschen auf Reise gehen würde. Wenn meine Freunde mich so sehen können, wären sie vermutlich überrascht. Oder für sie gar neidisch, wer weiß. Ah, es geht im Kopf von Kramux vor. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil, wenn du dann mal so Pokémon hast, die. Zum Beispiel. Dich auf Freundschaftsbasis entwickeln. So, dann nehmen wir diese Schönheit hier mal mit. Sind die mit einem Sterne? Ja, okay, das ist nicht die 100% beste Wahl. Okay. Ja, wie gesagt, die nächste Runde hat hier tatsächlich ein bisschen mehr Angst, weil wie gesagt, uns fehlt noch ein bisschen was. Wasserrunde, wie gesagt, mir fehlt ja definitiv ein Fall. Eine Elektro-Pokémon. Ich habe zwar eine Elektro-Attacke, aber ich glaube nicht, dass ein Meiner in die Arena packt. Aber ja. Ja, das ist einfach mal eine Herausforderung. Definitiv. So, dann holen wir uns mal kurz in dieses Item hier, was es da oben ist. Hier, was da genau ist. So. Das ist aber auf jeden Fall die 44 Aero-Astin. Die nehmen wir mal rein ins Moveset. 60. Und dafür nehmen wir mal Pflücker raus. Gut, was hast du noch irgendwas jetzt? Oh, mein großes Cliff ist und was? Sag mal, wie ich daran aufkommen soll, weiß ich nicht. Krax war wahrscheinlich. Könnten. Liebe so, oder? Die liegen tatsächlich nur hier aus Spaß rum. Alles klar. Gut. Ich nehme auch die Bärchen hier gern mit. Und in der nächsten Folge werde ich mir mal die Arena anschauen in Weideburg. Ohne die, das sollen wir nicht als erstes machen, weil ohne die können wir den brauchen wir gar nicht erst weiterzumachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann geht's wie gesagt in die Arena hier in Weideburg. Bis dahin und tschüss.
So, liebe Leute, damit geht's weiter heute. Wir werden mal wieder einen kleinen Arena-Kampf haben. Ja, ja. Rufst du am Schreibtischen Sand, hinterlässt du Fußball. Pokémon haben genauso viel Freude wie du, wir Menschen daran. Oh, verschneide bis hier, weil es ganz schön weit. Ich bin richtig ausgepowert. So, das sind zwei Routen dabei. So, damit ein herzliches Willkommen in Freideburg. Ich besuche diese Gegend, weil ich das große Mal sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Hier kann ich ja nicht schon übernachten, hä? Schön, dass mich an diesen hibbeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hat so ein enges Verhältnis zu einem Pokémon, genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir das hier schenken. Bring dir diese Blütensticker an den Ballkapsel an, ja? Drei Blütensticker A. Aha. Okay. Ja, heute machen wir wahrscheinlich die Arena. Das ist der Plan. Hallo, ich möchte mit deinem Pokémon ansehen. Welches ist deines Wahlschalls, würde ich. Verstehe. Das ist nicht ganz das, was ich mir oft hatte. Ich möchte dich anlügen. Da sage ich dir auf ins Gesicht. Ist Pokémon das vielleicht? Aber gut ist auch nicht. Es ist einfach. Ja, lala. Wenn du seine Ausstrahlung verbessern willst, gib mir mal ein paar Klospe. Die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau Schleide. Die beiden haben mehr Pokémon dabei, wenn sie etwas unternehmen. Wie schön. Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit, bis ich durch Levelaufstieg bestimmte Attacken gelernt hat. Boah, ist das nervig. Was willst du denn? Ein kleines Bike mit gerade mal drei Ohren. Von so einem lässt sich Team Galactic garantiert nicht dazwischen funken. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lass ich den jetzt am besten hochgehen? Ja, ein Pump-Job für Team Galactic. Ja, wie gesagt, den Typen müsst ihr nochmal ansprechen, wenn ihr den vierten Orden habt. Deswegen. Weiter muss der Arena-Leiter, wie soll ich sagen, er ist grandios, auf eine seltsame Art. Das ist schwer zu erklären, aber wenn du gegen ihn kämpfen trittst, wirst du sehen, was ich meine. Im Großmoor gelangt man bei einem Move von A nach B. Es wird das auch im wildlichen Ökosystem nicht gestört. Hunter. Okay, also ich hab dann ins Großmoor müssen wir nochmal auf jeden Fall dann nachher vorbeischauen über den Arena-Orden. Ich gucke mal heute erstmal Weideburg hier komplett. Da hängen zwei Persimbeeren an der Pflanze, die möchte ich nämlich mit natürlich. Alles mitnehmen hier. Man sagt ja, man kriegt am Leben nichts geschenkt. Hier scheinbar schon. Ja, geschenkt nicht, wir nehmen es einfach eigentlich. Aber wir haben schon einige coole Dinge geschenkt bekommen, wie gesagt. Ich stehe ja exakt in der Stadtmitte. Hallo, nämlich Attacken-Maniac. Ich werde dir sämtliche Attacken in den Pokémon erlernen kann. Kann auch dein Pokémon Attacken beibringen, wenn du magst. Das kriegt das sicherlich gerne deine Herzschuppe. Oh, ich hab ja eine Herzschuppe. Lass mich dann raten, ich soll deine Pokémon Attacke beibringen, ja? Moment, gucken wir mal gerade kurz. Ausführen. Wir gucken, was passiert. So, was soll er denn kriegen? Nicht. Okay, ich dachte, du kriegst jetzt irgendwie so eine super special, tolle Attacke für uns ein. Zum Beispiel noch Attacken, die es übersprungen hat. Hast du schon mal auf dem Pokémon Landgut? Ja. Der Besitzer herreicht, ihr erlebt es nichts mehr, als von seinem seltenen Pokémon zu schwärmen. Ah, ich studiere seltene Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Ach, Großmoor sagt auch, an heißen Sommertagen verkennt er kühle Brise. Das ist genau der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Route 212, das machen wir nicht jetzt. So, okay. Dann gehen wir rüber in die Arena. Wie gesagt, die nächste Arena wird eine Wasserarena. Das wird nicht ganz einfach werden. Ich werde tatsächlich viermal rein Maidon arbeiten müssen. Weil es tatsächlich das einzige Pokémon ist mit der Elektroattacke. Ja, anders kann ich es jetzt irgendwie nicht versuchen, nicht wagen. Aber es wird halt nicht einfach werden. Ich glaube, das wird somit der schwerste. Marinus, der Arena-Leiter, immerhin höre ich Wellenbrecher. Marinus ist der Meister der Wasser-Pokémon. Wenn du jetzt auch nur mutig bist, wenn du versuchst, Wasser-Pokémon, Feuer- oder Boden-Pokémon zu bekämpfen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Dann lief uns mal einen guten Kampf. Viel Erfolg. Ich hab den ja mal normalerweise.
Aber gut, okay. Nur heute dann mal. Ein bisschen Arena. Ich habe nur nicht nur meinen Körper gestehlt, sondern auch beim Pokémon meinen Geist. So, okay. Gut. Babelin. Ja, Babelin muss ein bisschen höher sein. Ja, wunderbar. Ja, vielleicht schon was mit ein bisschen Gewalt. So. Ah, ich hatte jetzt. Ich mache jetzt auch. Ich muss mein Team heilen. Das bringt ja sowieso nichts in der nächsten Arena. Da irgendwie groß was zu machen. Nur ein anfänglich nachgeschlagenen Team zu arbeiten. Ich glaube, es kann sein, dass ich jetzt vielleicht sogar schon in dieser Folge zwei Pokémon entwickeln. Ich muss mal schon noch gucken, wo der Finsterstein ist für Kramurks. Dauert alles eine Weile, bis ich mein System nicht bekomme. Ich bekomme Pflanzen-Pokémon. Ich verrate es noch nicht, es dauert noch. Das ist ärgerlich. Aber gut, ich habe es mir jetzt selber ausgesucht. Ich muss das sowieso schon vom Kopf her mein Team auf das umstellen. Das wäre eigentlich ganz anders geplant. Ja, machen wir es also. Ich beherrsche die Kräfte des Wassers. Du wirst nicht gewinnen. Doch, glaube ich nicht. Ich sollte irgendwie was reißen. So, du hast einen Schmerbe. Und das ist jetzt schon wieder ein Problem von mir. Der Schmerbe ist auf dem Boden. Also Wasserboden. Und da wäre er mit Elektro-Tipps gewesen. Das ist halt das ärgerlich, wenn du halt keinen ganzen Pokémon hast. Dann hast du halt Probleme. Punkt. Also ich habe weder Bahnpflanze noch Elektro, ne? Ich habe es mir ausgesucht. Ich bin in die ganze Welt gereist und habe dabei Pokémon aufgezogen. Diese Arena habe ich jetzt hier gewählt. Du wirst es hier nicht gleich haben. Matrose Merli. Du hast ein Bingoel. Bingoel ist immer für mich Fallobst, weil es ist ein Flug-Pokémon, Flugwasser und ja. Dementsprechend wird das Pokémon nicht allzu viel Freude mit einem Pokémon machen. Ja, ich kann, vermutlich kannst du eine Wasserattacke, aber. Noch ein Lingo, ich glaube, der hat 3 gehabt. Ne, 2. So, bin ich hier erreicht, Level 34. So, der Matrose ist besiegt. Ich muss sowieso alle Trainer benutzen. Ich glaube, ich werde sowieso gelenkt, dass wir alle Trainer benutzen. Ich möchte so stark, wenn ich mir Hilfe einbreche und machen muss.
Azur habe ich auch trainiert. Azur ist sowieso ein Pokémon, was auf jeden Fall wegen Freunden erst durch sich durch Freunde entwickelt. So, jetzt kriege ich mal auch Schwert dran. Um unseren Angriff ein bisschen zu erhöhen. Und du gehst auf guten Schlag, um unseren Verteidigungswert zu sinken. Stärke sollte es eigentlich nicht sein. Genau so ist es. So, was hast du als nächstes? Eine Merre. Jawoll, und schön die Flinklaue noch getriggert. Yes! Diese Planscherin auch relativ schnell Geschichte. Dein nächster Gegner bin ich, der Trainer der Welt bei dir.